Im Gespräch mit der Europaabgeordneten Karin Kadenbach und dem Europasprecher im Niederösterreichischen Landtag Gerhard Ratzborzahn erfuhren wir, warum der Friedensnobelpreis an die EU so bedeutsam ist. Wir begrüßen heute bei uns im Studio Herrn Landtagsabgeordneten Gerhard Ratzborzahn, unter anderem auch EU-Sprecher im Landtag, und Frau Abgeordnete Karin Kadenbach, Mitglied des Europäischen Parlaments. Am Montag, den 10. erhielt die EU den Friedensnobelpreis. Keine Person, sondern eine Institution. Frau Abgeordnete Kadenbach, was bedeutet jetzt dieser international hoch angesehene Preis für die EU? Ja, ich glaube, es ist eine ganz wichtige und wesentliche Auszeichnung. Es ist eine Auszeichnung für ein 60 Jahre Friedensprojekt und ich glaube, es ist zum genau richtigen Zeitpunkt gekommen, nämlich dem Zeitpunkt, wo Europa in den Augen vieler Menschen im Moment in Frage gestellt wird. Es sind 60 Jahre im Frieden, aber es sind auch Aufträge für die Zukunft, diesen Frieden zu bewahren. Dieser Preis ist ja auch ein Geldpreis. Was geschieht denn nun mit diesem Geld? Ja, wie vorher schon ausgeführt, dieser Preis soll Europa aufzeigen als ein Projekt, das für den Frieden für 500 Millionen Menschen gesorgt hat. Und ich glaube, dieser Friede soll auch in die Zukunft gehen und dazu wird das Geld eingesetzt für Kinder, die durch kriegerische Erfahrungen traumatisiert sind, die in Kriegsgebieten leben, gelebt haben, dass man hier unterstützt. Und ich glaube, das ist absolut im Sinn von Alfred Nobel. Wie wurde denn dieser Preis in Österreich aufgenommen? Es gibt ja nicht nur EU-Befürworter in unserem Land. Leider hat sich in letzter Zeit herauskristallisiert, dass die einzige Europapartei die Sozialdemokraten sind. Wir haben mit dem Bundeskanzler Werner Faymann den ersten Europäer bei uns im Staat, den es auch gelungen ist, zu allen Unkenrufen über diese Finanztransaktionssteuer eine Mehrheit zusammenzubringen. Mittlerweile haben sich 8, ich glaube jetzt mittlerweile sogar 11 Länder dazu bekannt. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Die anderen Parteien, ja, es hat einmal gegeben eine Europapartei ÖVP, die ist auf dem besten Weg, diesen Weg zu verlassen. Und die FPÖ möchte hier gar nicht betonen, denen gelingt es immer wieder, auch gute Sachen schlecht zu reden. Ich glaube, dass das nicht der richtige Weg ist. Können wir Österreicher jetzt auch stolz sagen, wir sind Friedensnobelpreis? Wir Österreicher sind Friedensnobelpreis. Und Österreich hat sich das auch verdient. Wir haben in der kürzeren Geschichte sehr viel dazu beigetragen, dass dieses Europa zusammenwächst. Und ich glaube, dass das ein gutes Zeichen ist, was diese Europäische Union und diese Völkerverbindung zu leisten imstande ist. Ich glaube, da gilt es auch zu berücksichtigen, dass Frieden, wenn einmal geschaffen ist, nicht etwas ist, was statisch ist, was man einfach bewahrt, weil es so ist, sondern an dem man arbeiten muss, laufend arbeiten muss, indem man solidarisch sein muss. Und diese Solidarität schließt natürlich auch eine finanzielle Solidarität mit ein. Das heißt, wir müssen versuchen, aufeinander zuzugehen, wir müssen aber auch dazu beitragen, dass sich die Lebensqualität in allen Regionen Europas positiv weiterentwickelt. Sei es im Zusammenhang mit der Arbeitslosigkeit, ich glaube, das ist ein ganz großer Auftrag, den wir haben, um auch den sozialen Frieden in Europa zu sichern. Ja, wir haben erst vor kurzem so ein Beispiel erlebt. Wir haben gemeinsam in der Slowakei beim Ministerpräsident Robert Fico und haben dort erfahren müssen, dass die Mindestpension in der Slowakei 325 Euro beträgt. Das in einem Land, und Bratislava ist 60 Kilometer von Wien entfernt, die können dort auch nichts dafür, die Menschen, die dort gearbeitet haben, ihr Leben lang, dass sie dann, wie gesagt, in Armut den Rest ihres Lebens verbringen müssen. Ich glaube, da ist schon gewisse Solidarität gefragt. Wenn man sich anschaut, was die Güter des täglichen Lebens dort kosten, nämlich mindestens genauso viel wie in Österreich, dann kann man sich vorstellen, wie es den Menschen dort geht. Und um auch diese Generationensolidarität leben zu können, brauchen wir auch Jugend, die Beschäftigung hat. Denn nur jemand, der arbeitet, kann auch an der Wertschöpfung teilhaben. Und diese Wertschöpfung brauchen wir auch, um die Pensionen der älteren Generation zu sichern. Das heißt, dieser Friedensnobelpreis kann nicht nur etwas sein, wo wir uns stolz zurücklehnen und sagen, wir haben in Europa Frieden geschaffen, sondern er ist wirklich auch ein Auftrag für die Zukunft, an diesem Frieden gemeinsam zu arbeiten. Dann sage ich ganz herzlichen Dank für das Gespräch.